Guten Tag, liebe Kollegen, begrüße euch zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des Halleschen FC beim 1. FC Kaiserslautern. Auf dem Betzenberg Trainer Thorsten Ziegner hat Platz genommen. Thorsten Rössler hat das Mikrofon, alles also wie ihr wünscht, und wir freuen uns auf die erste Frage. Ja. Zwei Mannschaften treffen aufeinander, denen es offensichtlich im Moment ganz gut geht. Zwei Siege in Folge beim HFC, drei Siege in Folge sogar beim 1. FCK. Kann man da eine Favoritenrolle ausmachen? Wie so üblich in der dritten Liga vermutlich nicht. Ja, also wir wissen schon, dass Kaiserslautern sich jetzt so ein Stück weit gefangen hat oder gefunden hat. Sehr stabil war in den letzten Spielen. Zwei Spiele von den dreien, die sie gewonnen haben, auch zu null gewonnen. Ja, dementsprechend, das spricht schon dafür, dass sie jetzt so ein stabiles Gebilde sind. Ja, und nichtsdestotrotz haben wir auch wieder in die Spur gefunden. Ja, und fühlen uns gut und fahren dort nicht chancenlos hin. Da möchte ich gerne nochmal ansetzen beim Thema in der Spur. Ist der HFC jetzt wirklich schon drin in der Spur oder noch auf dem Weg? Es sind schöne Floskeln, sind das, ja. In der Spur, auf dem Sie Weg. Sie haben damit angefangen. Ich glaube, dass wir gar nicht wirklich raus waren, wenn man das bildlich mal so nehmen will. Ja. Wir hatten eine Phase dabei, wo wir jetzt nicht maximal gepunktet haben, was aber, glaube ich, normal in der Saison ist. Insgesamt haben wir zu dem Zeitpunkt jetzt eine Punktzahl vorzuweisen, die uns zufriedenstellt. Und dementsprechend fühlen wir uns die ganze Zeit eigentlich irgendwie in der Spur. Aber auf so Glückstore oder solche Sensationstore dauerhaft verlassen sollte man sich dann am Ende doch nicht, oder? Ja, wenn man mal die Hinrunde Revue passieren lässt, war es, glaube ich, das erste Spiel, wo wir ein bisschen glücklich gewonnen haben. Ja, und dementsprechend ist das ja keine Regel bei uns, sondern eher mal der Zufall. Und in den Spielen, in denen wir weniger Punkte geholt haben, haben wir eben auch danach nicht lamentiert und von mangelndem Glück gesprochen oder vom Pech, sondern dass es einfach dazugehört, in der Saison eben sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung mal begünstigt oder benachteiligt zu werden. So war es jetzt auch, und jetzt bleiben wir am Ball und versuchen eben verdient und nicht glücklich zu gewinnen. Welche Rolle spielt so die Vorfreude auf das Erlebnis Betze? Eine untergeordnete, ja, so möchte ich es bezeichnen. Ich fand, dass es letztes Jahr mehr Vorfreude war. Ja, wir freuen uns auf dieses Spiel, ohne Frage. Aber wir waren letztes Jahr das erste Mal da als HFC. Und da ist die Vorfreude natürlich groß, einfach dieses Erlebnis. Inzwischen wissen wir schon, wie der Fahrstuhl funktioniert im Gebäude. Ja, dementsprechend ist das dann kein Neuland mehr für uns. Aber die Situation gibt es natürlich her. Zum einen, dass Kaiserslautern, wie Sie es gerade gesagt hat, haben dreimal gewonnen hat. Spricht dafür, dass vermutlich ein paar Zuschauer kommen werden. Und das Zweite ist, dass es für Lautern das letzte Spiel 2019 im eigenen Stadion ist. Und auch das wird den einen oder anderen nochmal auf den Betzenberg treiben. Dementsprechend ist damit zu rechnen, dass viele Zuschauer kommen. Und das macht das Spiel dann schon irgendwie besonders. Björn Jopek hat die fünfte Gelbe, muss also ersetzt werden. Machen sich noch andere Umstellungen notwendig? Notwendig nicht. Also sind ansonsten alle gesund. Ja, also Toni Lindner ist wieder ins Training eingestiegen, sodass wir aktuell nur Tobias Schilke und Patrick Göbel haben, die nicht zur Verfügung stehen werden. Sprich, damit wäre die Frage auch beantwortet, dass bei Patrick Göbel diese Woche auch noch nicht zu einem Einsatz reichen wird. Ansonsten sind alle wieder da. Ja, einmal müssen wir umstellen. Und ansonsten haben wir alle Optionen. Terence Boyd hat immer gesagt, er spielt nicht von Anfang an die letzten zwei Wochen wegen seinen Syndesmose-Problemen. Wie sieht es bei dem aus? Wäre er denn, wenn der Trainer sagt, von Anfang an, sagt er dann, die Syndesmose sind auch wieder in Ordnung? Ja, also wer bei uns im Kader steht, der ist gesund und kann dementsprechend sowohl 5 als auch 90 Minuten spielen. Hätte also auch die letzten zwei Wochen machen können. Das hätte er machen können, ja. Also, wenn er nominiert worden wäre in die Startelf. Okay. Wie verärgert sind Sie darüber, dass Kaiserslautern jetzt auf einmal gerade rechtzeitig irgendwie zu dem Spiel jetzt anscheinend seine Identität wiedergefunden hat, wieder in Form ist, wo man vor ein, zwei Monaten noch gedacht hat, okay, das ist ein netter Punktelieferant, um es mal ein bisschen ketzerisch zu sagen? Das tangiert bzw. berührt uns eigentlich gar nicht. Ja, wir haben in dieser Saison Spiele erlebt, wo wir auf Gegner getroffen sind, die eine ganze Weile kein Spiel mehr gewonnen haben bzw. weniger erfolgreich waren. Wir haben aber letzte Woche zum Beispiel gegen eine Mannschaft gespielt, die 5-mal in Folge gewonnen haben. Dementsprechend ist das total unwichtig, sondern es ist viel wichtiger, welche Leistung wir am Samstag auf den Platz bringen. Und darauf sollten wir uns konzentrieren und fokussieren.
Nach dem Duisburg-Spiel haben Sie gesagt, Sie hätten sich ein bisschen mehr Mut in der Offensive gewünscht. Woher kommt die Überzeugung, dass das am Samstag klappen wird, dass also mehr Mut zu sehen sein wird in der Offensive? Also am einen haben wir es uns gegen Duisburg auch vorgenommen, ja, und die Spiele haben dann immer ihren eigenen Verlauf. Heißt, es entstehen dort Situationen, wo man einfach drauf reagieren muss. Zum einen, ich hätte es mir gewünscht, zum anderen hat es halt Duisburg auch sehr gut gemacht, wenn wir einen Ball hatten, uns früh attackiert, wenig Räume gelassen, sodass so komplett einfaches und freies Spielen eigentlich gar nicht möglich war. Das werden wir jetzt auch wieder versuchen. Ja, also das Spiel ist ein komplett anderes, ein komplett neues. Kaiserslautern wird logischerweise mit anderen Spielern auflaufen, als Duisburg das getan hat. Die Art und Weise, wie Kaiserslautern Fußball spielt, ist auch anders als die von Duisburg. Und dann gilt es eben jetzt, neue Lösungen oder andere Lösungen zu finden, um eben im eigenen Ballbesitz wieder mutiger zu sein. Da geht es mir vor allen Dingen darum, dass wir es häufiger schaffen, in der gegnerischen Hälfte im Ballbesitz zu sein, um eben zu Torchancen zu kommen. Sie haben es gesagt, ist ja auch irgendwie logisch, jede Mannschaft ist anders, aber was macht Kaiserslautern aus oder wo haben Sie sich vielleicht jetzt auch gerade verbessert, dass es jetzt diesen Aufwärtstrend gab? Ja, als Mannschaft das gemeinsam zu tun, ja, das ist was, was sie auf jeden Fall verbessert haben. Auch Anfang der Saison hatten sie die gleichen Spieler, die eine gewisse Qualität haben, jeder für sich, der eine in der Defensive, der andere eher in der Offensive. Jetzt machen sie es zusammen. Ja. Sie greifen zusammen an, sie verteidigen auch zusammen. Keiner ist sich zu schade, Aufgaben für den Mitspieler zu lösen. Und das macht es dann insgesamt kompakt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und deswegen kriegen sie da Ergebnisse und deswegen wirken sie aktuell auch stabil. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es offiziell vom Verein kam, aber es war auf jeden Fall im FCK-Umfeld, also vielleicht von den Fans auch die Hoffnung, aber auf jeden Fall so gesagt, ja, jetzt haben wir dreimal gewonnen. Wenn wir jetzt noch gegen Halle gewinnen, dann sind wir auf 6 Punkte ran und dann können wir vielleicht sogar schon wieder vom Thema Aufstieg reden. Das spricht auch ein bisschen dafür, plus letztes Heimspiel, dass die durchaus das Ding mutig angehen wollen. Kommt das dem HFC entgegen, so eine Herangehensweise vielleicht oder Denkweise vom Gegner? Weiß ich nicht. Also möchte ich auch gar nicht werten, ob es uns entgegenkommt oder nicht. Wir sind auf jeden Fall darauf vorbereitet, ja, dass uns dort ein sehr offensiv starker Gegner erwartet, dass er vor eigenem Publikum im letzten Spiel, ich hatte es gerade gesagt, dort nochmal alles zeigen wollen, was sie eben so drauf haben. Und darauf sind wir vorbereitet. Aber auch wir fahren dahin jetzt nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern wir wollen auch selbst aktiv sein. Wir wollen selbst das Spiel so bestreiten, dass wir eine gute Möglichkeit haben zu gewinnen. Also wir fahren nicht auf den Betzenberg, um irgendwie einen Punkt zu klauen, sondern wir wollen aktiv an dem Spiel teilnehmen und im besten Fall eben gewinnen. Vielleicht noch ganz kurz, Bentley Baxter-Bahn hat uns erzählt, im Training die Woche wurden auch die Schüsse, die Terence Boyd, diesen Schuss, den Terence Boyd abgefeuert hat, nochmal so ein bisschen geübt, sehe ich auch aus Spaß, aber ist das vielleicht so ein neues Markenzeichen, dass man, wenn man vorne nicht durchkommt, jetzt aus 30 Metern draufballert? Terence Boyd hat es ja vorgemacht. Keine Ahnung, also wir haben es nicht geübt im Training. Vielleicht in der Freizeit, im Training haben wir es nicht geübt.